Deadzone Mikrofon mit den XP-Münzen, die diese Woche neu herausgekommen sind. Und wir fangen direkt mal mit der goldenen an. Die versteckt sich hier in dem Hubschrauber bei Steffi Stronghold. Und ja, ihr könnt den Baum abholzen oder den Heli abholzen. Auf jeden Fall ist die Münze vorne im Cockpit von diesem Helikopter und dann einfach einsammeln und schon gehen richtig viele EP auf euer Konto. Weiter machen wir mit der lilanen Münze, die auf jeden Fall einbauen, damit ihr alle Pieces auch einsammeln könnt. Die ist bei der eisernen Farm, wo ihr auch schon mit dem Auto durch das Kornfeld fahren solltet. Passt auf, vielleicht landen hier noch ein paar Spieler, die die Challenge machen wollen und euch auch gerne über den Haufen fahren. Beziehungsweise euer schönes Gebautes hier zerstören und ihr nicht alle Münzen kriegt. Dann gibt es noch eine zweite und letzte lilane Münze, die ist rechts überhalb von Slurpy Swamp, hier unten zwischen den Bergen. Auch wieder schön einbauen, damit kein einziges Piece verloren geht. Einmal durch alle durchrennen und fett EP auf euren Nacken, damit ihr auch Level 100 erreicht. Hier ist das Ganze, ihr könnt euch ein bisschen orientieren, hier rechts an diesem, ja, an diesem Gebirgszeichen. Und dann solltet ihr die Münze auch von oben schon sehen. Die blauen Münzen sind diese Woche auch wieder im Wasser, deswegen findet man die auch relativ schlecht. Hier unten bei den kleinen Hütten bei Slurpy Swamp hat sich eine blaue Münze versteckt. Ihr geht am besten von Slurpy Swamp über diese große Insel, mittelgroße Insel und bevor diese linke kleine Insel kommt, da ist diese blaue Münze im Wasser. Dann hier im Teich wieder eine blaue Münze, auch schwer sichtbar, außer man weiß es. Und ja, hier könnt ihr natürlich auch ein paar Fische angeln, weil ihr solltet ja diese Woche Fische essen. Auf jeden Fall hier für die blaue Münze landen. Die letzte ist in der Schiffbruch Bay und ja, das ist einfach hier unten diese T-förmige Bucht hinter dem Schneefelsen, dort einfach auch landen und einsammeln. Mit den grünen Münzen fangen wir an bei Hunter's Heaven. Ihr kennt das Apartment vom Predator, das solltet ihr ja diese Woche auch besuchen. Und unterhalb von dem Wohnzimmer oder was auch immer das ist, hat sich eine grüne Münze versteckt. Die nächste findet ihr bei Weeping Woods, ein bisschen nördlich davon, da wo es auch hier diesen Felsvorsprung runtergeht. Dann habt ihr auch schon die vorletzte grüne Münze, die drittletzte. Und zwar hier, seht ihr das nochmal besser? Und ja, bei Salty Towers, die habt ihr vielleicht auch schon, einfach hier in diesem kleinen Gefängnisgitterzaun landen, einsammeln und ein bisschen in Salty Towers rasieren. Und die letzte Münze ist bei der Leinwand. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gebt euch ordentlich XP. Lasst mir gerne ein Like da und wenn ihr neu seid, auch gerne ein Abo. Haut rein!